Herzlich willkommen zum Mental High Performance Podcast, der Podcast für massive geistige Energie, Freiheit und ein gutes Leben. In der heutigen Folge geht es mir um Freiheit. Und Freiheit kann man schon mal dadurch erlangen, dass man Dinge, die dich unfrei machen, aus dem Leben herausnimmt. Was kann das beispielsweise sein? Nimm doch mal zum Beispiel Gegenstände. Ja, kein Witz. Überleg mal wirklich, jeder Gegenstand, den du hast, ist etwas, worum du dich kümmern darfst. Etwas, wofür du auch Verantwortung übernehmen darfst. Ich sage jetzt nicht, dass man alle Gegenstände wegschmeißen darf. Aber ich hatte letztens einen sehr interessanten Post gesetzt, beziehungsweise der Post war nicht interessant, aber die Reaktionen, die kamen, waren das Interessante. Und zwar war der Post, ich besitze 103 Gegenstände. Ist bei mir tatsächlich so. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine Inventur von allem, was ich aktuell an Gegenständen habe, zu machen. 103 Gegenstände kamen raus. Was ist das Interessante an dieser Inventur? Das ist, dass sehr viele Leute angefangen haben, sich zu verteidigen, obwohl ich nur diesen Satz schrieb. Und die Verteidigung sah auch im persönlichen Chat in etwa so aus. Ja, aber man muss doch mehr haben, man muss doch darauf vorbereitet sein. Die Leute haben also nur die Tatsache, dass jemand wenig hat, als Anschuldigung verstanden, gegen die sie sich verteidigen müssen. Nun ist es aber so, wenn wir uns gegen etwas verteidigen, was jemand sagt, ohne dass er uns angegriffen hat, dann wissen wir unterbewusst, dass irgendwas nicht passt. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass jeder Gegenstand, so die Einrichtungslehre des Feng Shui, uns im alten Leben festhält. Und da können wir einen ganz simplen Freiheitscheck machen. Wir klammern jetzt mal die ganze Covid-Situation aus. Also wir tun mal so, kein Covid. Könntest du, wenn du morgen Bock hast, sagen, ach, ich steige in den nächsten Flieger nach New York? Könntest du? Das Geld ist manchmal gar nicht so sehr das Problem. Der Job ist es auch gar nicht so sehr, auch wenn das natürlich auch Freiheitsfaktoren sind. Aber ganz oft ist es dann, ja, wer gießt denn die Blumen? Ja, wer kümmert sich denn um? Ja, ich habe doch da noch den ganzen Kram. Ja, ich muss doch noch den Keller. Und teilweise ist es nämlich so, dass so viele Menschen nicht nur 8 Stunden am Tag einem Beruf nachgehen, sondern auch noch 4-5 Stunden danach weiter arbeiten. Je mehr wir arbeiten, desto weniger kommen wir aber dazu, uns damit zu befassen, was wirklich wichtig für uns ist. Und oft ist es so, dass wir den ganzen Tag beschäftigt, aber nicht produktiv sind. Und das machen wir, damit wir uns nicht mit den Fragen beschäftigen müssen, die wirklich etwas im Leben ändern. Wirklich, ist eine gefährliche Sache. Gegenstände lenken uns ab. Jede Blume ist eine regelmäßige Verpflichtung. Ich sage nicht, krache alle Blumen aus deinem Haus raus. Aber ich sage, sei dir bei jedem Gegenstand bewusst, dass man sich darum kümmern muss. Die Japaner haben hierzu übrigens eine sehr, sehr schöne Lehre, beziehungsweise eine sehr schöne Message. Kennst du die japanische Flagge? Ich mache manchmal den Flachwitz, dass ich sage, oh, ich bin heute so motiviert wie der Designer der japanischen Flagge. Weil weiße Fläche, roter Punkt. Da ist aber eine Message. Das ist nicht ein fauler Design, der fertig gemacht hat, sondern diese Flagge steht dafür, dass der rote Punkt in der Mitte durch das Weiß darum erst recht in den Fokus geholt wird. Denn erst wenn um etwas herum freier Raum ist, wirkt es komplett. Ein kompletter Platz mit Statuen gefüllt sorgt dafür, dass keine Statue wirklich wirkt. Ein absolut leerer, riesiger Platz und in der Mitte eine Statue macht diese Statue zum Highlight. Und ich sage jetzt nicht, dass du von heute auf morgen Minimalist werden sollst. Das ist gar nicht das Ziel. Wenn man beispielsweise ein Haus hat, wenn ich ein großes Haus hätte, ich würde auch mehr Gegenstände besitzen, weil man braucht einfach Sachen, um das Haus zu pflegen. Aber hinterfrag mal wirklich bei so manchen Gegenständen und kategorisiere sie vielleicht auch. Wann habe ich diesen Gegenstand das letzte Mal verwendet? Und wenn du dann sagst, dass das länger als ein halbes Jahr her ist, dann würde ich wirklich mal mit mir selber in Kontakt gehen und reinfühlen, wofür hebe ich diesen Gegenstand eigentlich noch auf? Und wenn es dieses diffuse Gefühl ist, bereit für eine Situation zu sein, wenn das mal kommt, dann frage ich mich, warum haben wir einen kompletten Raum, um Werkzeuge zu lagern, teilweise sogar noch ein Häuschen. Ich kenne sogar jemanden, der hat dafür eine Lagerhalle ist übertrieben, aber ein Lagerschuppen gemietet. Das kostet den 150 Euro pro Monat, diese Lagerschuppen. Nun kann man aber an der Stelle sagen, für 1800 Euro Jahresmiete kann man sich fast alle Werkzeuge, die darin lagern, auch wirklich selber kaufen. Ich hatte mal mit Freunden ein Immobilienunternehmen gegründet, da haben wir Garagen auch vermietet. Die wenigsten Garagen waren mit einem Auto gefüllt. Die meisten Garagen, wo die Leute 600 bis 1000 Euro Jahresmiete für gezahlt haben, waren mit Kram gefüllt, der unter 1000 Euro wert ist. Und die durchschnittliche Mietzeit waren 2 bis 4 Jahre, soweit ich sie jetzt abschätzen kann,
ohne die Dokumente zu haben. Heißt also, wenn hier Leute wirklich so viel mieten, dann darf man sich natürlich fragen, hey, kann man hier vielleicht optimieren? Und vor allem, und damit möchte ich wieder zur Grundthese zurückkehren, machen mich die Gegenstände, die ich habe, mehr frei oder nehmen sie mir Freiheit weg? Wenn du dir nach diesem Podcast nur diese Frage stellst, dann haben sich diese 5 Minuten gelohnt. Denn dann liegt die Entscheidung, ob du Gegenstände in deinem Leben hast und ob sie dir Freiheit geben oder nehmen, zu 100% bei dir. Mentale High Performance und Freiheit. Wenn du Fragen oder Themenwünsche für Episoden hast, dann ist hier definitiv mein YouTube-Kanal Benjamin Scholen oder aber auf meiner Webseite scholen.ae.com eine gute Anlaufstelle, um deine Wünsche zu äußern. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.